Ich liebe dich, Sven. Ich liebe dich auch. Dich. Ich habe früher auch ein paar Mal gesagt, ich liebe dich. Schon ein Ja, hast du. paar Mal. Sven, 30 Jahre alt, und Petra, 27. Dazwischen ein Tal, eine Stadt, 40 Kilometer Landstraße Ja. und Liebeskummer ab und zu. Du hast gesagt, ich lese nicht mehr und habe ich gesagt, ich liebe dich. Weißt du das noch, wie traurig ich bin? Ja, ich bin ja auch traurig, Petra. Manchmal bleibt ihnen nur das Telefon. Ich habe so ein paar Fehler gemacht und ich weiß nicht, wie ich das rückgängig mache. Aber es geht ja nicht so und nicht weiter und. Du musst gerne anrufen, gell? Ja. Gell, Sven? Liebe und andere Zwischenfälle. Vom Erwachsenwerden mit dem Down-Syndrom. Feature von Helmut Kopetzky. So, und ich würde sagen, das Kaffeebuffet ist eröffnet. Ja, genau. Wer möchte was? Das ist Christa, die Hausmutter. Sie spielt die Ziehharmonika. In diesem Haus im Vogelsberg wird oft gefeiert. Die Nachbarn sagen Drei-Mädel-Haus. Denn außer Petra wohnen hier noch Stefanie, 21 Jahre alt, und die 39-jährige Ulrike. Alle drei angenommen, Ziehkinder. Sie tragen die gleichen Extras im Leib. Das Chromosom 21 ist dreifach vorhanden, in jeder einzelnen Körperzelle. Eine rätselhafte Mutation. Zuerst beschrieben von dem britischen Apotheker und Arzt John Langton Down, 1866. Deshalb Down-Syndrom oder Trisomie 21. Hallo! Bei jeder Ankunft im Dorf diese überschwängliche Begrüßung. Fast zum Fürchten. Wir kennen uns seit ein paar Monaten. Auch in meiner Familie lebt ein Kind mit Down-Syndrom. Ferdinand, 4 Jahre alt. In diesem Alter sind sie alle süß, hört man sagen. Aber dann... Mach mich nicht kaputt. Ich find's auch schön. Das ist sehr häufig. Also, dass man manchmal, wenn man das nicht gewohnt ist, zunächst erstmal... schockiert ist. Ja, man weiß nicht, was mache ich da jetzt. Ganz genau. Schwester Goretti, eine Nonne aus dem Orden der Vinzentinerinnen, kennt die drei Mädels, aber auch Sven aus dem St. Antoniusheim, einer fortschrittlichen Einrichtung für Behinderte in der Kreisstadt. Alle vier arbeiten tagsüber dort in den Werkstätten oder im Kindergarten. Welchen Rat würden Sie mir da geben? Ja, ich würde Ihnen den Rat geben, sind Sie immer freundlich zu den Leuten, aber lassen Sie sie nicht ganz an sich ran. Dann ist für Sie die Enttäuschung zu groß, für die Mädchen. Eben, ich gehe wieder weg, ich mache eine andere Sendung und das war's dann. Wenn jemand anders kommt, den Sie wieder anhimmeln, dann geht's genauso. Aha. Kann man sagen, das ist oberflächlich? Ist oberflächlich. Ich habe ja selbst einen Neffen, der ist Down-Syndrom. Ach so. Ja. Das Dreimädelhaus. Christa und ihr Mann haben es für sie gekauft. Darf ich hier die Schuhe anlassen? Ja, 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 lass mal an. Das ist jetzt unser Bad. Aha. Und Parfüm. Das mag ich gern. Vor dem Spiegel Lippenstifte und Parfümfläschchen. Das ist auch Parfüm. Ich habe einen Lackelack, Fingerlackelack. Nagellack. Das ist aber schön, wenn man hier rausschaut. Ihr wohnt noch mitten in einem richtigen Dorf. Ja. Ich dachte, sowas gibt es gar nicht mehr. Fachwerk ringsrum. Ich meine, ihr habt euch unglaublich viel aufgehalst, wie man so sagt. Ja, also für mich ist das einfach eine Lebensaufgabe auch. Es passiert. Es passiert einfach auch. Ja, aber auf einmal hat man drei behinderte, schwerbehinderte Kinder, kann man sagen. Ne? Ja. Benutzt ihr den Begriff behindert überhaupt in irgendeiner Form? Ein anderes Wort für, also wie Handicap oder so. Ja, es klingt ein bisschen schicker, aber. Ja, aber letztendlich, ja, ihr habt eine Behinderung. Ja, ja. Ich bin auch behindert. Ja. Jetzt zeige ich mein Laptop. Der Laptop. Ein digitaler Liebesaltar. Mach ich mal an. Guck mal. Da ist immer Schatz. Ja, da ist er, ja. Guck mal. Oh, da. Das ist Sven. Ja.
Guck mal, ich küsse. Ja, ihr küsst euch gern. Ja. Sieht gut aus, oder? Ey! Na, ein schönes Paar, ne? Mhm. Ja. Das habe ich aber was geblieben. Lieber Sven, du bist goldig, du hast schöne Augen. Ich mag dich, deine Petra. Ich hab dich lieb. Schön, dass es dich gibt. Ich das telefoniere steht. Gern mit dir. Ich habe dich und sehr küssen. Lieb. Tausend Küsse. Ja. Herzen, Hochzeit. Jawohl. Hochzeit. Ja, und Hochzeit würdest du gerne machen, ne? Nein, ich nicht. Das würde ich mir machen. Und die hat mir gesagt, geh ja. Mama. Ja. Mama, Sven sagt, dass ich wieder Hochzeit mache. Ja, genau. Ich mal warte, dann habe ich gesagt. Ja, ja, ja. Sven hat dich gefragt. Das bin ich präsent. Ah ja, da bin ich präsent. Auch als Braut. Und der ne? Prinz, das ist ja. Sven. Und das ist der König, der Vater von dem. Aha. Oh, hi. Prinzessin. Von Fasching. Sven. Wann haben Sie es denn erfahren? Vorher schon? Nein. Wir haben ja keine Untersuchung vorher machen lassen. Ich war 24, habe es nicht für notwendig gefunden, eine Fruchtwasseruntersuchung zu machen, eine Amniozentese. Ein solides Einfamilienhaus, Neubaugegend. Im Osten die Berge und Wälder der hessischen Rhön. Svens Mutter ist Hausfrau, der Vater Angestellter bei der Telekom. Wir wussten es nicht. Der Arzt hat gesagt, ich soll mal mit ihm kommen, er muss mir mal was sagen. Ja. Und da hat gesagt, ihr Sohn ist behindert und ob ich mit ihm... Wort Down-Syndrom, was anfangen könnte. Wie alt waren Sie selbst damals? 24, 25, sowas. Ich habe halt dann nächtelang geweint. Und dann war es einfach auch so, dass wir also erst nach einer Woche den Eltern das gesagt haben. Wir haben, anstatt die Köpfe hängen zu lassen, die Ärmel hochgekrempelt, muss ich sagen, und hatten dadurch so eine Riesenbeschäftigung mit dem Sven, dass man... Oft überhaupt keine Zeit zum Trauern hatten, sag ich mal. Sprachtherapie und Spieltherapie, Bobat-Gymnastik täglich 5-mal, integrativer Kindergarten, Integrationsschule Seepferdchen, Pfadfindergruppe und Turnverein. Mein Mann hat ihm das Fahrradfahren beigebracht, bis er es gekonnt hat mit 6 oder 7, wie alt er war damals. Wir haben ihn angenommen, wir haben ihn geliebt. Das ist erstmal Voraussetzung, weil in unserer Gruppe war ein Kind gewesen, das ist nicht so angenommen worden. Das hat nicht gesprochen, das hat jahrelang noch in die Hose gemacht. Er war mit 3 nachts schon sauber. Die Eltern haben das Kind eigentlich abgelehnt. Die haben 2 Gesunde noch gehabt. Ja, und die haben das haben bewusst, also das ist jetzt was Schlimmes, die haben das Kind bewusst im Variant, also zum Kombiauto, hinten reingesetzt. Und haben gesagt, passiert. Wenn uns hinten einer drauf fährt, dann haben wir ein Problem gelöst. Nein, ernsthaft? Ja. Aber wir hatten natürlich auch Momente, da ging es uns elend schlecht. Auf der anderen Seite des Tals. Warum wolltet ihr keine eigenen Kinder haben? War das jetzt eine rationale Überlegung? Genau. Es ist für mich ein Akt der Humanität einfach auch. Ja. Ich bin Sozialpädagogin, habe mich spezialisiert auf Behindertenarbeit. Irgendjemand hat mir halt die Möglichkeit gegeben, oder ich habe meine Sinne entsprechend einzusetzen. Und es gibt eben Menschen, die haben diese Möglichkeit nicht. Also das war für mich immer eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Christian, der Ziehvater, pensionierter Oberstudienrat. Also der Vater war eher so pantheistisch, theosophisch angehaucht, ist mit uns in die Wälder gegangen und hat dort die großen Prinzipien von Natur, von Göttlichkeit erläutert. Und ich muss sagen, bis heute zehe ich davon. Die erste, die ins Haus kam, war Ulrike. Die leibliche Mutter war überfordert, hatte aber noch das Sorgerecht. Später wollte sie das Kind zurückhaben. Dann hieß es sogar, Übergabe, so schon fast wie in einem schlechten Krimi, irgendwo in einer Tankstelle. Ich sagte, nee, also bitteschön, wenn, dann fahren wir sie hin in das Haus, dort, wo die leibliche Mutter wohnt. Und ich glaube, nach 2 Wochen ist das gescheitert. Und ich weiß noch heute, wie diese leibliche Mutter mit ihrem damaligen Lebensgefährten die Ulrike hierher gebracht hat. Ulrike hat nämlich geäußert, sie hat nach Hause weh. Ja, und seitdem ist sie also unsere Ulrike. Ne? Und wir sind Mama und Papa für sie. Uli, mit 16 Jahren adoptiert, ist vor kurzem 39 Jahre alt geworden. Sie ist schmal und still, in sich versunken. Das Gesicht einer alten Indianerin. Heute geht es ihr wieder mal schlecht. Sie hat es mit dem Magen. Petra bringt ihr Tee und wechselt die Wärmeflasche. Alle 3, die empfinden sich als Geschwister.
Sie sind zusammen groß geworden, haben vieles zusammen durchgemacht. Petra und Stefanie gerade auch mit Uli, mit ihrer Hüftoperation. Wenn einer irgendwie etwas hat und krank ist oder sonst so, ach du meine Güte, da ist die Sorge ganz, ganz groß. Ulrike hat Schmerzen beim Gehen und Sitzen. Im Freien braucht sie eine Gehhilfe. Sie leidet unter Depressionen und Zwangsstörungen. Ja, die haben sich ganz stark intensiviert. Er hat sie irgendwelche Hühner unter Bett gesehen oder so, irgendetwas. Im, ne? Bauch hat er oder auch im Bauch sogar. Ne? Im Bauch, ja, Hühner, ja. Im Bauch, Hühner, ah, ja. Im Bauch. Ja. Ja, ja, ja. Und Tiere unterm Bett und alles oder im Schrank auch und so. Ja, habt ihr also doch letzten Endes ein krankes Kind zu Hause. Down-Syndrom, man sagt, es ist keine Krankheit. Aber Sie haben so viele andere Sachen dann parallel. Wie zum Beispiel Herzprobleme. Darmerkrankungen auch, ja. Oder Reflux. Hörschädigungen treten sehr oft auf. Sie hat starke autistische Züge, die Uli auch. Ne? Mhm. Wenn man so beobachtet, wie sie manchmal da sitzt und die Augen zumacht und mit ihrer Zunge so, dann geht sie, und dann ist sie in einer ganz anderen Welt. Aber was sie in der Welt abspielt, kann man nicht sagen. Nicht wissen. Nee. Uli baut ab, sagt die Mutter, geistig und körperlich. Dann kam ja noch die Petra dazu, als Nächste? Ja. Als sie Petra zu sich holten, war sie 2 Jahre alt und lebte in einer heilpädagogischen Einrichtung im Taunus. Ja, gab es für mich eigentlich gar keine große Frage, noch ein zweites Kind aufzunehmen. Weil es war ein Wunschkind gewesen und die leibliche Mutter selbst ist damit nicht klargekommen, dass das Mädchen eine geistige Behinderung hat. Die konnte ihr Kind nicht auf den Arm nehmen, sie ist jetzt mal zusammengebrochen. Zum Geburtstag viel Glück. Petras 27. Geburtstag. Prost, ihr Lieben. Zum Wohl. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Emma? Gehört irgendwie zusammen. Und hier muss ich, pass mal auf. Hier muss ein Engel aus Gips. Das ist ganz zerbrechlich. Zum Bemalen. Na klar, ja? Pass auf. Ganz vorsichtig. Na klar, Helmut. Okay. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles erdenklich Gute wünscht dir dein Freund Sven mit Wolfgang, Rosi und Nathalie. Einen wunderschönen Tag und viele schöne Geschenke. Eine Überraschung. Halt's mal hier an. Oh, das kennen wir. Ja, toll. Mama! Ein Geburtstagskännchen. Eine klingende Geburtstagskarte und ein rosa Frottee-Handtuch von Sven. Leuchtendes Rosa ist Petras Lieblingsfarbe. Einmal Kaffee? Ja, gerne. Von Jolly. Wer ist denn Johnny? Mein Schatz. Steffi, Petras Ziehschwester, 21 Jahre alt. Ich verstehe dich immer nicht so gut. Ich stimme ihm zu, ohne ein Wort zu verstehen. Er selbst versteht, was ich ihm sage. Was er zu sagen hat, will aber nicht heraus. Aber die Steffi kann dich gut verstehen, ne? Ja. Eine lange Kindergeburtstagstafel. 7 Downies, wie sie hier locker sagen. 21 die Jüngste am Tisch, Uli die Älteste, 39. Und ich, der Reporter, fast 3-mal so alt wie die meisten, duze sie einfach. Wie Kinder. Möchtest du? John ist 26. Er ist im Heim aufgewachsen und hilft in der Landwirtschaft. Steffi, die 21-Jährige, arbeitet dort in der Küche. Zeig mal, was hast du da? Ist das ein Verlobungsring oder sowas? Ja. Ja, habt ihr euch jetzt gerade verlobt erst? So. Ja. Wann denn? Jetzt erst? Ja. Heute? Ja. Okay. Schwiegersohn meinst du, gell? Schwiegersohn. Stefanie. Ja, Stefanie. Wie kam Stefanie zu euch? Wir wussten eigentlich nur, dass es ein Mädchen ist und Stefanie heißt und damals 6 Monate war. Und in der Klinik in Frankfurt. In der Klinik lag. Während dieser Zeit hat die Mutter sich nicht drum gekümmert.
auch um das Kind, sodass die von der Klinik aus das Jugendamt eingeschaltet haben. Und so ist die Maschinerie ins Rollen gekommen. Und die Mutter wollte das Kind freigeben? Stefanie war ein unehelich geborenes Kind, die Mutter selbst noch sehr jung, eine Jugendliche im Grunde genommen auch noch. Petra bläst die Kerzen aus. Kaffee trinken, gibt noch Überraschung. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. Da ist sie schon, die Überraschung. Sie heißt Rainer und ist ein Zauberer. Er kennt Petra von klein auf. Gut, also möchte ich anfangen, ja? Miko, bitte. Ach du. Und er zaubert. Guck mal. Oh, ja. Zaubervasen, Zauberschnüre, Zauberwürfel, Zauberäpfel, Zauberchips aus der Tüte, riesige Marienkäfer und Miniaturelefanten. Oh. So, es hat geklappt. Petra, kannst du mir mal helfen beim Zaubern? Hey, ja, du. Mann. Ha? Traust du dich? Okay, dann nimm mal den Zauberstab. Ach, schön. Aber ein Zauberspruch. Aha. Ja, okay, mach mal. Fokus, Fokus. Zauber, Freier, Kader. Und? Ach, da fehlt dir noch was. Hast du ein frisch gelegtes Ei? Petra, guck mal, wie wären das damit so? Ja? Okay. Petra jetzt als Huhn. Gelbroter Kamm aus Schaumstoff, Hühnerpfoten mit roten Krallen, in die sie hineinschlüpft wie in ein paar Hausschuhe. Sven, ganz ernst, nimmt den Kopf zwischen die Hände und starrt auf den Boden. Dieser Anblick überfordert ihn. Manchmal von einer Sekunde zur nächsten fällt er in solche Apathie. Petra genießt ihre Rolle. Ich bin ein Küken. Okay, Petra, bist du bereit? Ja. Kannst du mir mal ein Ei in diesen Beutel legen? Wie macht denn ein Huhn, wenn es Eier legt? Ja, gut, okay, ist gut. Ich versuche das Ei aufzufangen. Ja, okay, Petra, mach nochmal. Kannst du mal richtig gar. Ja, nochmal, es kommt noch nicht. Ah, da ist es. Sven. Er war auch, wo er klein war, sehr infektanfällig. Pseudogrupp-Anfälle hat er gehabt, dass wir in der Nacht in Taunus gefahren sind, weil er fast am Ersticken war. Das war die eine Ebene Frankfurt, ja, wo wir gewohnt haben. Der Smog in Frankfurt und so weiter. Da haben wir die Bettdecken mitgenommen, sind nach Königstein gefahren, da hoch, und haben die Scheiben runtergedreht und zwar angezogen. Und da haben wir so 2-3 Stunden da oben irgendwo gestanden. Königstein war ja eigentlich die gute Waldluft. Ja. Mhm. Ja. Und das hat mir geholfen. Es ist eben nicht so, dass man sagt, naja, das stecken wir weg. Das ist ein Kind wie jedes andere. Und ich denke, das ist auch falsch, wenn man das immer so schön redet und so tut, als wäre das nichts. Selbstverständlich, ich weiß ja, bei uns im Haus, wir haben in so einem 8-stöckigen Hochhaus gewohnt. Und dann haben immer die Nachbarn gesagt, ach, der Sven, der kann mal kommen auf den Kindergeburtstag und sonst was. Aber er ist nie eingeladen worden. Ja, wir können. Es kam nie was. Es kam einfach nie was. Äußere Merkmale. Breite Nasenwurzel, Nackenfalte, schräge Lidstellung, Lidfalte am inneren Augenwinkel. Die sogenannte Sandalenlücke zwischen dem ersten und zweiten Zeh. Die Merkmale, das sind wir ja von den Ärzten damals angesprochen worden, ob wir eine Augenkorrektur vornehmen sollen. Oder Frischzellenkur machen. Gott sei Dank habe ich von dem allen nichts gemacht. Wir kennen ein Mädchen, die hat das. Zunge verkleinern, weil die Zunge ja ein bisschen größer ist, deshalb hängen die immer so raus. Etwas schlaff. Ja, beim Sven, wo der klein war, hat auch die Zunge gehangen. Aber wir haben immer gesagt: Zunge rein. Wir haben daran gearbeitet. Sven und Petra. Wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Zwei Jahre schon. 2 Jahre, ja. Du hast vorhin gerade erzählt, dass es im Moment ein bisschen schwierig ist mit euch. Mhm. Ihr wolltet ja eigentlich mal gern zusammenziehen. Ja. Zusammen mit den 3 Mädels? Ja. Das heißt, 3 Mädels, die eine ist ja schon bald 40 Jahre alt. Ne? Mhm. Aber deine Eltern sind nicht so begeistert davon im Moment. Ne? Die würden gern, dass du in einer Wohngruppe bist.
Jetzt bist du so ein bisschen hin und her gerissen, nehme ich an, ne? Ja, das merkt man auch. Du merkst es, oder? Ja, ich merke das, ja. Ja, 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 ja. Ich rede immer ganz, ganz viel. Wie soll ich das erklären? Du meinst jetzt, du sprichst mit dir selbst? Ja, ab und zu mal, ja. Manchmal, ja. Und dann geht es mir auch dann besser. Ach so, und dann erzählst du dir selbst etwas einfach. Ja. Mhm. Was erzählst du dir dann? Also alles, was dich so bedrückt? Ja, genau. Das wäre eigentlich schöner, wenn du das könntest der Petra erzählen, zum Beispiel. Ja, das brauche ich unbedingt. Und es klappt nicht so richtig. Nee. Ja, das würde ich mir... Wo ist sie denn? War sie das eben, die Petra? Nee, das war die Uli jetzt eben gerade hier. Uli? Uli, kannst du mal gucken, wo die Petra steckt? Die ist gerade hochgegangen. Ah ja. Die wollen irgendwie jetzt Musik hören. Ah, wir hätten die ganz gern mal kurz... Ich frag's mal. Ja, Musik kannst du doch immer noch hören. Petra kommt aus dem Obergeschoss. Sie ist kurz angebunden. Petra, die ganze Woche über seht ihr euch kaum, ne? Ziemlich selten. Ich sehe nicht mehr. Ja, wie denkst du denn, wie das bei euch so weitergeht überhaupt? Mit euch beiden? Weiß ich nicht genau. Dann Rosi und meine Mama reden. Die Mütter. Die Mütter müssen miteinander reden. Ja. Obwohl, ihr seid ja erwachsen eigentlich, ne? Ja. Ihr beiden. Ja. Ich meine, du bist 30, sie ist 27. Ja. Machen sich zu viel Sorgen um dich, meinst du, ne? Ja. Genau. Naja, das ist halt, wenn man bei den Eltern wohnt, ist das so, ne? Seit längerem arbeitet Sven in der Cafeteria der Telekom-Zentrale unten in der Stadt. Er wäscht die Tische ab, bügelt Tischdecken, hilft in der Spülküche. Petra ist Kindergartenhelferin im St. Antoniusheim. Abends fahren ihre Busse in entgegengesetzte Richtungen davon. Aber ich gehe noch in der Busstelle. Im Bus. Bestenfalls ein paar Minuten an der Bushaltestelle. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Mal gucken. Sven, mal gucken wir erstmal, okay? Mal gucken. Du willst deine Musik hören jetzt, gell? Wir mache ich oben Disco. Komm du auch, Sven? Ich komme dann, ja. Okay. Okay. Servus. Ja. Ja. Das ist so deine Lieblingsmusik? Ja. Ja? Und wie sie tanzen. Stampfen, schütteln, kreiseln. Steffi ist die Wildeste. Bewegt sich wie aus Gummi. Telefon für dich. Hallo Alexandra. Hallo Petra, ich wünsche dir alles Liebe und Gute nachträglich zu deinem Geburtstag. Danke. Ihr seid schon am Feiern. Sven auch und ist noch in die Bärbad auch da. Da gibt es Zauberer war da. Zauberer? Ich habe Eier gelegt. Echt? Ich. Im Po. Den Kuchen backen. Alexandra, Kuchen backen. Echt? Wow. Ja. Okay. Ihr macht jetzt noch Disco? Ja, wir haben schon gemacht. Wollt ihr noch zu Abend essen? Ja, ich mache jetzt Pizzabrötchen. Ich mache ein bisschen Kickern jetzt. Ich will auch Kickern. Jawohl. Ich auch. Auf. Ja? Wollt ihr jetzt erstmal Kickern gehen? Dann gib mir noch mal schnell die Mama. Gut, Mama. Nimmst du? Okay? Tschüss. Ja. Tschüss. Ne? Falsche Richtung. Ich muss ein bisschen warten. Ich spiele mit dir. Kacke, ich bin den Kinder drin. Nein! 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 Oh. Nein. Oh, ich ja, das hab ich! Nein! Nein! Molly! Ja! Super! Nein! Naja, Mensch, Mann. Wie stellst du dir das denn vor, jetzt so eine Ehe? Was wäre dann anders? Hm. Ich meine, jetzt seht ihr euch nur ab und zu mal, du kommst zu Besuch. Du bist eigentlich, eigentlich ein Besuch. Ja. Ich wollte das zu die Petra das sagen. Ja. Aber
Ja. Aber die ist auch gar nichts davon und ist irgendwie ruhig gegenüber von mir. Du meinst zurückhaltend. Und wie erklärst du dir das? Ich meine, ihr liebt euch doch. Ja. Aber du würdest erwarten, dass die Petra ein bisschen mehr Liebe zeigt dir ja. gegenüber? Ja. Ah, ja. Sie erlaubt dir ja auch, dass du hier übernachtest, ja. dass du hierher kommst und dann mag sie dich ja doch. Ja. Ja, komisch, weil ich habe sie so erlebt, dass sie immer unheimlich viel Gefühl zeigt. Ja. Habt ihr mal über Kinder oder sowas gesprochen? Ja, also wir haben mal so einen Film angeguckt. Ja, ich kenne den Film. Ja. Hättet ihr eventuell Lust, den nochmal mit mir zusammen anzugucken, ihr beiden? Ja, natürlich. Die Frau hat Brüste mit Brustwarzen. Sie hat einen Bauchnabel. Von außen kann man die Schamhaare sehen. Der Mann hat eine flache Brust mit Brustwarzen. Könnt ihr denn miteinander so drüber reden auch? Er hat einen Penis. Also ich möchte eigentlich schon... Du redest auch gern, ne? Ja. Ich rede auch gerne, oder? Darüber ist die Vorhaut. Sven, ich habe dir was gefragt. Unter dem Penis sind die beiden Hoden. Sven, hör mal zu. Die Hoden sind im Hodensack. Wo ist mit Samen geschlafen? In den Hoden entwickeln sich die Samen. Du warst bei Petra zu Hause. Ja, in meinem Zimmer. Wenn der Mann erregt ist, wird sein Penis steif. Und, war gut. Das hat dir gefallen, Petra. Ja. Jetzt muss man schlafen, gell, Petra? Jetzt weiß. Ach, Tina, du bist... Ich mach mir gerade was zu essen. Willst du auch ein Brot? Nö. Die beiden im Film heißen Tina und Kai. Auch ein Liebespaar mit Down-Syndrom. Tina, ich habe es dir falsch gemacht. Und das tut mich weh. Aber es war so ein Gefühl. Es hat mich erschreckt. Okay. Ich habe dich sehr lieb und sehr gerne und... Ich liebe dich auch, Kai Schiller. Es ist mir kalt. Komm, Tina. Ich hab dich sehr lieb. Weißt du, bist mein Schatz. Ja, natürlich. Ich hab dich auch ganz viel Zeit. Aber ich muss dir gerne so mein Zimmer flammen. Ist das schön. Mach du auch gern. Ja, ich will dich, Petra. Ich auch. Ganz, ganz, ganz viel. Ich mache dich auch gern. Das ist gut. Ich denke, es ist einfach noch ein bisschen früh. Nein, es ist gar nicht früh. Ich will kein Kind mehr, Mama. Ich will doch nur sagen, dass du noch ein bisschen warten sollst. Ich will nicht warten. Ich liebe den Kai. Und er mich doch auch. Tina, wo willst du denn hin? Nach Hause. Wie ist denn das jetzt bei dieser Beziehung zwischen Petra und Sven? Er hat ja schon hier übernachtet. Zweimal im Gästezimmer. Ja. Und zweimal jetzt bei Petra, nachdem sie einen Film über ein Liebespaar gesehen haben, also auch ein Liebespaar mit Down-Syndrom von der Pro Familia. Petra hatte ja das Doppelbett schon ausgezogen. Ich bin ja dann weg. Petra hat sich im Bad ausgezogen und Sven in ihrem Zimmer. Also ob sie sich jetzt nackt gesehen und alles Weitere weiß ich nicht. Ich stelle mich ja dann auch nicht an die Tür und laute oder so. Ne? Ich habe nur morgens dann gefragt, ob sie gut geschlafen hätten und ob es schön war. Und der Sven strahlend über alle vier Backen, Augen zu und hat er genickt auch. Ne? Mhm. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich nur die Petra gefragt, und habt ihr schön gekuschelt? Und hat gesagt, ja, Mama, haben sie schön gekuschelt. Die sexuelle Revolution, 60er, Anfang 70er Jahre, die ist bei Menschen mit Behinderung später angekommen. Im Grundsatz sind sich zunehmend Menschen einig, das ist also ein Grundrecht, was man einem Menschen mit Behinderung nicht vorenthalten kann und darf. Ich telefoniere mit Bernd Semmeler.
1998 hat er in den Hamburg-Alsterdorfer Anstalten die Schatzkiste gegründet, die erste deutsche Partnervermittlung für Menschen mit Behinderungen. Diese nicht kommerzielle Einrichtung hat mittlerweile Ableger in allen Teilen des Landes. Alsterdorf hat damals eine Art Richtlinien, haben wir das genannt, rausgegeben, wo also zum Beispiel auch sexuelle Assistenz befürwortet worden ist. Das war damals recht fortschrittlich. Sexualassistenz. Landläufige Meinung, Gott, das kriegt man schon selbst irgendwie raus. Jeder hat irgendwie, weiß dann irgendwann, wie das geht. Das ist das Erste, was sie wirklich können. Und da muss man ihnen ja nicht helfen dabei. Eine, die wirklich Bescheid wissen sollte, lebt in Potsdam. Nina de Vries. Die Holländerin ist medienbekannt als Sexualassistentin. Es ist bewiesen, dass viele Männer mit sogenannter geistiger Behinderung nicht selber dahinter kommen, wie geht das jetzt? Sie nehmen vielleicht ihr Penis in der Hand und schütteln ihn oder so, von links nach rechts oder so. Bei Frauen ist ja noch viel schwieriger, weil das ist ja nicht so deutlich, was da alles ist. So, es gibt einerseits dieses, sie sind Kinder und haben keine Sexualität. Ja, ja. Oder wenn sie dann haben, dann sind sie gleich wie Tiere. Es ist aber überhaupt nicht die Wahrheit. Ich habe 650 Karteikarten, aber ich schätze mal, davon sind vielleicht 10 Frauen mit Down-Syndrom und vielleicht 30 Männer mit Down-Syndrom. Die meisten Männer, die zur Schatzkiste kommen, sind Männer, die haben noch nie eine Freundin gehabt, sind noch unerfahren. Die haben weniger soziale Kontakte, die haben weniger Vorbilder. Also das Thema Sexualität wird doch immer noch gerne ausgeblendet. Man hätte es lieber, wenn es das gar nicht gäbe. Viele wissen einfach gar nicht, wie man es anstellt. Die haben natürlich dann auch, wenn sie zur Schatzkiste kommen, völlig illusionäre Vorstellungen im Kopf, wie es denn gehen soll. Man muss wirklich ein bisschen umdenken. Man muss sich vorstellen, zum Beispiel ein Mann, auf einmal entsteht da eine Erektion. Dann kann es bei solchen Menschen passieren, dass sie sich zu Tode erschrecken. Weil sie spüren etwas in ihrem Körper, haben aber keine Konzepte dafür. Und wenn die Konzepte fehlen, wenn die Wörter fehlen, dann brauchen die eine aktive Assistenz. Und das heißt, man muss auch anfassen können. Man muss den Körper berühren können. Und das darf die Familie nicht. Das dürfen keine Betreuer machen. Das geht nicht. Also muss im Grunde genommen da dann jemand auftauchen, der sagt, ich habe das zu meinem Beruf gemacht. Sexualassistenz ist eine Begegnung, wo die Geschlechtsteile nicht ausgeschlossen sind, aber wo sie auch nicht jetzt total viel übertriebene Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Das heißt, wenn ich da reinkomme, dann ist das für mich wirklich wie ein Mensch-zu-Mensch-Begegnung und nicht eine nicht behinderte Frau begegnet jetzt einen behinderten Mann oder Frau. Der Körper ist einfach der Körper. Ich finde es sehr schön, durch meine Arbeit die Möglichkeit zu haben, auf Menschen zuzugehen, die möglicherweise als ich ein Kind war, also, oh nee, da will ich nicht hin, oh nee. Wenn ich darauf zugehe, wenn ich das sogar berühre, wenn ich so jemand umarme, wenn ich das mache, verschwindet das. Ich sehe oft diesen Mensch auch lachen und er lächelt auch, wenn ich dann wiederkomme. Ja. Das ist so schön. Am Anfang sieht man immer nur das abnorme Verhalten und das Aussehen und das ist und so weiter. Aber wenn man dann sieht, den Menschen sieht, wenn man sie näher kennenlernt, bekommt die ein anderes Gesicht. Die Vinzentinerin. Man muss erst den Menschen sehen, um das andere nicht mehr zu sehen. Ich sehe natürlich die Behinderung. Es ist Quatsch zu sagen, die ignoriere ich. Ist ja vorhanden. Es ist nicht ignorieren, es ist aber sowas wie, du siehst die Abhängigkeit. Sie wären aufgeschmissen, ohne Sorge, ohne Betreuung, ohne Assistenz. Wissen Sie, was eine Sache, die man in Betracht ziehen muss, ist, viele Menschen mit Down-Syndrom oder andere, die können ihre Sympathie und ihre, was sie für einen empfinden, nicht verbal ausdrücken. Und die wollen das, die haben also nur diese Möglichkeit. Und das kommt uns dann so komisch vor, weil wir machen das ja nur, wenn wir jemand richtig mögen. Dosiert. Ja, das ist ein gutes Wort. Und ich glaube, dass ganz viel davon ist wirklich dieses, ich freue mich, dich zu sehen. Und da ich das nicht so sagen kann, wie wir das machen, ich freue mich richtig, dich zu sehen. Das geht nicht. Das ist nicht in ihre Möglichkeiten. Also, wie kann ich das zeigen? Ich mache das körperlich. Und das wird oft von Menschen ohne Behinderung missverstanden. Die denken dann, das nennen sie dann distanzlos und so. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht sagen kann, hey,
jetzt lass mal, weil ich kann kaum noch atmen oder so. 1950 lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen mit Down-Syndrom bei 20 Jahren. Die sind ja versteckt worden früher. Auch ihre Sinnlichkeit war weggesperrt. In Ställen, in der Rhön. Die Leute haben sich geschämt, sie wurden auch diskriminiert, die Familien, wenn jemand behindert war. Und die Schule brauchten sie ja nicht, also hat man sie verstecken können. Ich weiß, ein Kind ist nach Hause gekommen, weil die Gemeinde nicht bezahlen wollte, den Eltern war das zu viel und da ist es nach Hause gekommen, obwohl es ein Sonderschulkind war. Ja, ja. Nee. Und was ist mit denen zu Hause passiert? Ja, die ist dann zu Hause gewesen und hat dann von ihrem Bruder Kind gehabt. Wie lange machen Sie schon diese Arbeit? 53 bin ich hierher und da bin ich noch. Das sind jetzt? 57 Jahre. Das ist Maria. Für mich waren das eigentlich Menschen wie alle anderen Menschen auch. Waren sehr hübsche Kinder dabei. Down-Syndrom, also der Name, war ja damals auch noch nicht bekannt. Nee, damals hießen sie Mongolchen. Aber ich, irgendwie, glaube ich, haben die sich, was sie echt Mongolen sind, die haben sich gewehrt, dass dieser Name für diese Leute verwendet wurde. Ich sehe sie noch vor mir, wenn ich aus der Schule kam, die Züge der Behinderten aus dem St. Antoniusheim. Sie gingen Hand in Hand, lächerlich bekleidet, freudlos, stumpf. Wir Kinder hatten nicht einmal den Mumm, sie nachzuäffen. Man hat ihnen halt angezogen, was man gerade so hatte, und die sahen also aus wie kostümiert. Ganz viele haben diese Erinnerungen noch. Ja, das stimmt, das ist, man hat von Weitem schon gesehen, das ist ein Behinderter, kommt da und daher. Ja, schlimmer noch eigentlich, das waren die Idioten. Also. Gucken Sie mal, das Haus hier, als das gegründet wurde, in den Schriften und so, heißt es immer wieder die Idiotenanstalt. Offiziell. Im Nationalsozialismus wurden die Bewohner solcher Heime zwangssterilisiert. Minderwertiges Leben. Über 200.000 sind in Deutschland ermordet worden. Die Nonnen konnten viele ihrer Zöglinge verbergen, aber längst nicht alle. Dann hieß es, ihr Kind ist an Lungenentzündung gestorben. Das war der Befund hier. Aber auch die Überlebenden wurden höchstens 20 Jahre alt. 60 Jahre später ist die Lebenserwartung der Behinderten mit Down-Syndrom um ein Mehrfaches gestiegen. Die werden regelmäßig vom Arzt untersucht. Die medizinische Betreuung ist besser, die es ja früher in dem Ausmaß auch nicht gegeben hat. Ne? Die sind auch nicht so allein. Sven und Petra könnten 60 Jahre alt werden. Und älter. Hey, was ist denn passiert? Am Samstag. Wir waren spazieren. Und zum Abschluss haben wir uns geküsst. Und dann? Ja, nix. Mit einem Kind von dem Krieger. Mach doch keine Angst. Nicht du, sie. Sven, wir haben keine Angst, oder? Hey, komm, putz dir erstmal die Nase. Ich krieg kein Kind. Ich hab nur zugenommen. Also, was ist passiert? Ich bin doch kein Schwanger. Nee, du isst noch ein bisschen viel, ne? Ja, genau. Also Tina, ich glaube, da hast du was missverstanden. Weißt du, man kann kein Baby bekommen, weil man verliebt ist oder... Hast du ein bisschen Schiss davor? Nein. Oder wenn man sich küsst oder wenn man miteinander schmust. Nein, ich liebe dich mein richtig. Du liebst ihn richtig? Da musst du dir überhaupt gar keine Sorgen machen. Das kannst du genießen. Und was meinst du damit? Ich weiß es nicht. Wenn ich danach frage, und sind es ganz, ganz wenig, die mir sagen, ich möchte eines Tages Kinder haben. Wenn, dann eher die Männer, fast keine Frau, sagt er. Viele haben sich denn also damit auch identifiziert, also das, was die Eltern gesagt haben, das ist nichts für dich. Und viele sind auch tatsächlich sterilisiert. Ne? Eine Schwangerschaft wird immer noch als eine Katastrophe angesehen. Man hat ja fürchterliche Angst vor Vererbungen der Behinderung und so weiter. Obwohl die Angst natürlich gar nicht... Zum Teil gar nicht begründet ist. Genau. Ihr habt doch euch sicher schon drüber unterhalten, das nehme ich ja an. Ne? Ja. Sollen wir die jetzt einfach laufen lassen? Die werden das dann schon irgendwie meistern. Und was sie nicht wissen, werden sie fragen. Mhm. Wie habt ihr euch da entschieden? Also in puncto Verhütung, die findet statt. Ja. Petra und auch Stefanie bekommen die 3-Monats-Spritze. Ein Verhütungsmittel, das ein hochdosiertes Gelbkörperhormon enthält. Alle 90 Tage injiziert ein Frauenarzt das Präparat. Aber wie weit das mal nötig sein wird, Literatur weiß ich auch, dass Männer mit Down-Syndrom zeugungsunfähig werden. Wie gesagt, es gibt einen Fall, glaube ich, wo das widerlegt wurde. Aber ansonsten ist von der Literatur her auch sehr, sehr wenig bekannt. Bekannter ist, dass Frauen mit Down-Syndrom
ein Kind bekommen können. Ja. Sogar auch ein Chromosom normal. Mhm. Die Sexualität entwickelt sich wie bei nicht-behinderten Männern auch. Die kriegen ihre Menstruation. Ja, die jungen Männer kommen auch in die Pubertät. Und dann gehört das andere eigentlich auch dazu. Also sie sind erwachsene Menschen nach heutigen Rechten. Kann man ihnen das auch nicht absprechen? Wenn die Eltern sterben und die sind ganz allein, da haben sie doch jemanden, zu dem sie gehören. Das ist einfach auch dieses Problem, gerade in der älteren Generation noch, die einfach denen das nicht zugestehen. Ach, das gibt's bei denen auch? Die sollen das jetzt auch noch haben? Die freuen sich, wenn sie sich sehen und umarmen sich mal, aber meistens geht es ja eigentlich nur auf oberflächliche Zärtlichkeiten raus. Ne? Und ich denk, nach ihren Beobachtungen. Ja, ja. Das erste Mal im Film. Jetzt sind sie ganz alleine. Aussehen? Ich red nicht um, Tina. Oje, pass auf, Sven. Okay. Sven, du hast mich auch angefasst. Das darfst du aber machen. Mann, das sieht doof aus. Oh, nein, oh nein, nein. Lass dich ausziehen. Jetzt kommt das Allerschönste. Du bist schön, Tina. Oh Gott, nein. Die Pusen zeigen. Oh nein. Jetzt kommt's. Oh Gott. Aber das sieht man nicht mehr. Zu Ende. Ja, guck mal. Das war's schon. Ja. Das war schön. Sven, bring dein Glas mit. Ich will es auch so gern trinken. Ich geb dir. Komm. Ich will so gerne aber schon. Dankeschön. Dankeschön, Sven. Sven, ist schön. Ja. Das muss ich auch ernsthaft überlegen. Überlegen, ja. Sven überlegt immer ganz ernsthaft und lange. Wenn er ein Baby kriegt, muss er Mann und Frau. Ja, ja. Gell, Sven? Ich bin Frau, du bist Mann. Die Frau geht schwanger. Du bist der Papa, ich bin Frau. Ja. Und dem Film. Aber das... Mann, ist das schon ab 6? Jetzt aber los. Fernsehen gucken, zu Hause. Fernsehen. Ja, was gibt's da? Kinderkanal. Kinderkanal. Das ist aber schon. Aber ach, es ist nicht schlimm. Ja, du bist ja auch kein Kind mehr. Hm? 27? Du bist eine erwachsene Frau. Ja, auch. Ja, du bist von ihm. Johnny, du musst auch tun. Was ist denn? Nicht? Ja, hör auf, hör auf. Schon. Ja, bitte. Johnny! Okay. Flaschen drehen im Dreimädelhaus. Johnny! Oh Mann! Nicht so fest, Johnny! Schatzi, hier liegt mir mich. Schatzi. Ja? Welche Zukunft hat denn Ihrer Meinung nach die Beziehung zu der Petra? Wie sehen Sie sowas? Ich weiß nicht. Manchmal ist er ja zweischneidig. Ja, ja. Man weiß ja nur wirklich nicht. Manchmal ist er überfordert. Ja. Manchmal ist er wirklich absolut überfordert mit ihr. Und wieder mal freut er sich. Er freut sich jetzt, wenn er am Wochenende schläft, ja mittlerweile auch dort ab und zu mal. Und ich weiß es nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Sven, was er eigentlich auch geäußert hat, hierher zieht. Also zu Petra möchte ich ja gerne. Und das ist halt jetzt eben die große Schwebe
insgesamt mit, wie entwickelt sich's. Er ist ja nur schon 30. Eben. Ich bin mit der Mutter immer am Ackern und sag einfach auch, fragt doch den Sven, was er möchte. Gut, ich finde die Mädels, sie haben es ganz toll. Das ist ganz toll mit dem Haus, was bewundernswert, wie das alles. Ich weiß nicht, mit den drei Frauen, ich glaube, er hätte nicht mehr viel zu sagen in seinem Leben. Da wäre in seiner Freiheit vielleicht ein bisschen alles eingeschränkt, denke ich. Er hat ein freies Leben. Er braucht nicht, sich durchzusetzen. Er kann sich nicht wehren. Also da, er ist zu gut für diese Welt, sage ich immer so. Ne? Am Telefon ist es oft dann so, dass ich das dann mitkriege. Ne? Wenn sie dann irgendwas. So, Sven, und du gehst jetzt heute Abend früh ins Bett, damit morgen muss wieder. Sie fällt. Der Vater hat sich halt dahingehend geäußert, dass er sich was anderes für den Sven vorgestellt hat. Mittlerweile haben wir jetzt gesagt, er soll ins Antoniusheim ziehen. Da wollen sie ja was bauen und da haben wir ihn auch angemeldet, ganz aktuell, dass es jetzt auch bald über die Bühne geht. Mich würde interessieren, so Ihre eigene Einstellung zu so einer Beziehung, die haben ja auch schon von Heirat gesprochen, hier und da. Ja, da würde ich nicht ablehnend gegenüberstehen, auf keinen Fall. Wobei, also vom Gefühl her, der Sven steht nicht so voll hinter der Sache. Man kann sich nicht so reinfinden in die Gefühle. Ja, ist schwer. Also das mit dem Heiraten, das... Das würde ich jetzt mal ganz weit nach hinten stellen. Also dafür ist es irgendwie... Dass die mal heiraten oder so pro forma heiraten, ich hätte da persönlich nichts dagegen. Das Heiraten, das können Sie gar nicht einschätzen. Das können Sie nicht. Er sagt zwar immer... Was das bedeutet, eine Heirat. Der Sven hat natürlich die Wünsche, er will immer einen Führerschein machen, will immer ein Auto haben, er will auch mal später heiraten, er will auch mal Kinder haben. Das sind die normalen Wünsche, die er auch äußert. Aber es wäre unverantwortlich einfach. Weil die beiden... Sowas zuzulassen, weil sie können sich ja nicht ums Kind kümmern. Da wird hier aber was dagegen getan. Petra ist im Krankenhaus. Ich fahre hin. Kinderstation H22. Ich entdecke Sven und Petra auf dem Flur, eingerahmt von den beiden Müttern. Hey, hallo. Ja, hallo Henning. Schön, dich zu sehen. Hallo Petra. Vorsicht, meine Ohren. Ja, ich pass auf. Ist nur weh? Petra wurde am Ohr operiert. Angeborene Schwerhörigkeit. Sie trägt einen dicken weißen Verband. Was ist hier ein Loch im Trommelfell? Willkommen heim. Ja, schön, ich freue mich. Guck mal, ist das so? So was für dich? Ja, danke. Ich habe ihr ein Girlie-Magazin mitgebracht. Glitzer, Herzen und Schmetterlinge, Blumen, Elfen und alles schreiend rosa. Petra ist begeistert. Sven ist dünn und blass. 6 Kilo hat er abgenommen in 2 Wochen. Ist schmaler geworden, ne? Auch etwas. Bei der Arbeit ist er einfach umgekippt. Er wollte nicht mehr essen. Habt ihr mal zwischendurch telefoniert auch? Nee, gestern habe ich jetzt angerufen, dass Sven will es nicht, weil es ihm nicht gut geht. Ja. Zum Abschied lehnt Sven seinen Kopf an Petras Schulter. Die Wilde, die Robuste hält ganz still. Sie umarmen einander. Eine lange, innige Umarmung. Ja. Petra, tschüss. Bye, bye und bis bald. Mach's gut. Kopf hoch, komm, Mensch. Tschüss, Christa. Morgen gehe ich heim. Patronatsfest im Antoniusheim. Buden mit Waffeln und Eis, aufblasbare Spielgeräte, Luftballons in allen Farben. Die Sonne scheint. So viele Downies auf einmal. Johnny Steffis Verlobter steht vor dem Pavillon und dirigiert die Blasmusik. Sven hat in einer Wohngruppe Probe gewohnt. Es hat ihm gefallen. Jetzt arbeitet er wieder im A-Heim, wie sie hier sagen, und sieht Petra wieder täglich. In der Mittagspause, da sehe ich die wieder. In der Mittagspause, zum Essen.
ist doch so eine lange Schlange. Und dann komme ich und dann warte ich immer, bis die Petra kommt. Der neue Wohntrakt ist schon im Bau. Sven wird wohl einen Platz bekommen. Wenn er zufrieden ist, sind wir auch zufrieden, klar. Wir haben halt gesagt, so, wir müssen machen und tun, was wir können. Und so nach dem Motto haben wir halt gelebt. Rund um Sven, 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 Sven und nichts anderes. Dass wir beide auch noch mal irgendwas machen müssten oder so, da haben wir nie dran gedacht. Wir haben immer nur gemacht und getan. Ja, unser Wunsch ist, dass er für die Zukunft gut untergebracht ist. Dass es ihm gut geht. Dass wir in Ruhe alt werden können. Dass wir ihn zu jeder Zeit sehen können, ihn mit einbeziehen können, soweit es möglich ist. Und ja, das ist unser Wunsch, dass er einfach glücklich ist. Ja. Mir war ja von vornherein klar, auf was ich mich einlasse oder auf was wir uns einlassen. Und ja, ich bin auch mal gefragt worden, fällt mir gerade ein, so im Zuge des Erwachsenwerdens der Kinder auch, ob ich nicht irgendetwas vermissen würde. Und dann habe ich gesagt, also ehrlich gesagt vermisse ich das überhaupt nicht. Zu sehen, meine Kinder werden erwachsen, sie gehen aus dem Haus, sie bekommen Freunde. Sicher in der Hinsicht werde ich die Erfahrung nie machen. Mir war von vornherein klar, dass mich meine Kinder ein Leben lang begleiten. Oder ich umgekehrt, ne? Ich sie begleite auch. Ne? Und dass es eben nicht die Phase geben wird, wo ich sage, mit 20 tschüss, ja, und wir, die ziehen woanders hin und besuchen und so. Und dann kommen sie nicht. Ich meine, ich dürfe an den Schritt noch nicht denken. Das wird ganz, ganz schwer. Genauso wie für dich wahrscheinlich genauso. Aber wir wissen auch, dass es sein muss. Das sind 30 Jahre, wo man der Lebensinhalt gewesen. So ist das auch nicht. Man kann das nicht einfach so wegstreichen, so er ist jetzt weg. Er ist ja nicht weg. Sicher, ich habe keine Kinder, die sich um mich oder um Christian dann auch, wenn ich nicht mehr kann, kümmern würden. Da muss ich halt rechtzeitig vorsorgen und gucken, welche Möglichkeiten es da gibt. Eine bekannte Melodie. Und alle singen mit. Dorf A und Dorf B, Petra, Sven und Stefanie. Nur die Uli mit dem alten Indianergesicht lächelt tief in sich hinein. Liebe und andere Zwischenfälle. Vom Erwachsenwerden mit dem Down-Syndrom. Text, Ton und Regie Helmut Kopetzky. Es sprach der Autor. Dank an Petra und Sven, ihre Eltern, Geschwister und Freunde. Nina de Vries, Bernd Zimella und Schwester Goretti. Und an Pro Familia Hessen für die Zitate aus dem Aufklärungsfilm Liebe und so Sachen. Produktion Deutschland Radio Kultur mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2011.